Ja, wir kommen hier zu einem neuen Projekt, zu einem tatsächlich sehr alten Spiel, muss ich dazu sagen. Tomb Raider 1, der allererste Teil von Tomb Raider aus der Tomb Raider-Reihe um Lara Croft, die Reihe. Die Lara Croft automatisch startet jetzt hier schon eine Demo, das finde ich auch ganz spannend, weil eigentlich ist das ja ein Konsolenspiel, wenn man das so will. Also es ist auch damals schon auf dem PC erschienen, aber gerne mal anscheinend... Da man damals zeigen wollte, hier, das Spiel, das kann auch Inhalt, haben sie einfach mal irgendwelche Demos eingebaut. Ich mache das hier mal aus. So. Deswegen bewege ich hier mal die Sachen ein bisschen. Klassisch hier das Menü, dass man das rumdrehen kann. Alles wunderbar. Hier hat man marginale Einstellungen. Wir haben Lara's Home. Das ist quasi wieder mal das Tutorial, das zeige ich jetzt nicht. Das ist auch... Ich habe den zweiten Teil ja schon mal gemacht, Tomb Raider 2 als Let's Play. Haben ja sicher einige schon gesehen von euch, die jetzt auch hier wieder interessiert sind. Da war das Haus doch deutlich größer, als das hier sein wird. Vielleicht werde ich es am Ende nochmal zeigen, vielleicht auch nicht. Da ist eigentlich überhaupt nichts Spannendes, muss ich sagen. Details kann man auch unfassbar viele umstellen hier. Das ist der Knaller. Sound kann man halt an- und ausstellen, so mehr oder weniger. Controls ist egal, hier Game. Bevor man das Spiel startet, kommt eigentlich ein ziemlich langes Intro. Ich schneide das jetzt mal nach meinem Gesabbel hier, damit das alles einfach besser zusammenpasst, dass ihr dann nicht erst irgendwie minutenlang Intro habt und dann fange ich erstmal an hier. Deswegen gibt es da gleich ein Intro und eine Sache sei noch angemerkt, das ist der allererste Teil von 1996, da unten steht es, genau 96, kam für PS1 damals und für den PC. Ich weiß gar nicht, ob es noch auf anderen Konsolen kam. Entsprechend sieht das ziemlich fürchterlich aus, so aus heutiger Sicht. Es gibt ein Remake von diesem Spiel, Tomb Raider Anniversary, wann kam da eigentlich raus? Ja, Anniversary, das klingt ja so, als ob das irgendwie 2006 kam, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es den Teil, das ist geschichtsmäßig identisch, natürlich spielerisch einige Sachen geändert, halt eine neuere Version. Das hier wirklich der allererste Teil, der einzige Tomb Raider Teil, den ich bisher noch nicht gespielt habe. Das erste Level jetzt mal eine halbe Stunde, aber das war es dann auch. Aber für mich alles neu, deswegen dachte ich mir, komm, den zweiten Teil haben wir schon gemeinsam hier durchgemacht, den ich noch nicht kannte vorher. Also mache ich jetzt den allerersten Teil auch nochmal mit euch zusammen durch. Ich bin gespannt, muss ich sagen, weil ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommen wird. Außer ein neues Spiel. Das Spiel ist leider auf Englisch, aber kriegen wir hin. What's a man got to do to get that kind of attention from you? It's hard to say exactly, but you seem to be doing fine. Well, great. Though truth is, it ain't me that wants you. Oh? No, Miss Jacqueline Natla does, from Natla Technologies. You know, creator of all things bright and beautiful. Seal it, Larson. Ma'am. Feast your eyes on this, Lara. How does that make your wallet rumble? I'm sorry. I only play for sport. Then you'll like a big park. Peru. Vast mountain ranges to cover. Sheer walls of ice. Rocky crags. Savage winds. And there's this little trinket. An age-old artifact of mystical powers buried in the unfound tomb of Qualapec. That's my interest. You could leave tomorrow. Are you busy tomorrow?
Meine Herren, was waren diese Videosequenzen früher mal der Knaller? Also damals, da war es überhaupt keine Pflicht, in irgendeinem Videospiel überhaupt irgendeine Videosequenz drin zu haben. Das ist doch eigentlich mal gut. Die Auflösung davon entsprechend furchtbar, aber meine Güte, auch das eigentliche Hauptspiel, ich meine, das läuft jetzt hier bei mir gerade auf 1600x1200, ist halt im 4:3 Format, weil damals gab es nichts anderes. So hoch aufgelöst war das Spiel niemals vorgesehen. Das heißt, vielleicht werde ich irgendwann in einer der nächsten Folgen am Anfang mal vielleicht die Auflösung einstellen, die klassisch war, sag ich mal. Das heißt, entweder 640x480. Wunderbar pixelig oder 512x348, was glaube ich Konsolenstandard damals war, meine ich, bei der PlayStation 1. Auf jeden Fall, naja, bin ich mal gespannt. Hier habe ich schon durchgespielt, also das erste Level habe ich tatsächlich schon mal durchgespielt, beim Testen jetzt eben. Ich habe ein bisschen rumgetestet, wie man das denn am besten aufnehmen kann. Und alles habe ich jetzt, ich mache das tatsächlich gerade so, dass ich eine Capture-Card hier zwischen Grafikkarte und Monitor hängen habe. Weil das einfach am einfachsten ist, gerade mal für diesen Augenblick. Ich hoffe mal, das klappt alles so, wie ich mir das vorstelle. Ansonsten werdet ihr wahrscheinlich das, was ich jetzt genau identisch so sage, wie ihr das gerade hören könntet, nicht zu hören sein gewesen tun. Und so, ihr wisst Bescheid. Falls es klappt, dann ist es super. Ich meine, ich habe es getestet, sollte also klappen. Und sowas. Deswegen habe ich hier die ersten Sachen schon mal durchgespielt. Also das erste Level, deswegen weiß ich auch, dass ich hier komplett schon mal falsch bin. Also ich bin hier schon richtig, aber ich möchte versuchen, dass ich trotzdem ein paar Secrets mitnehme. Ich meine, ich werde das Spiel auf keinen Fall 100% spielen, weil, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von dem Spiel, aber bin sehr gespannt. Und man konnte auch direkt schon sehen, also falls ihr kein Englisch könnt, ist nicht so schlimm, weil die Geschichte ist nur... Ist nicht so wichtig, wir gehören das klassische Geräusch, Pling, ein Geheimnis. Die Geschichte ist eigentlich nicht wirklich spannend oder halt nicht wirklich wichtig für dieses Spiel, sag ich mal. Man rennt halt durch die Gegend, man ballert durch die Gegend, man springt vor allem viel durch die Gegend. Man will irgendwie ans Ende des Levels kommen und dabei am besten lebendig bleiben. Das ist eigentlich der Hauptsinn des ganzen Spiels. Ansonsten Geschichte, wir sind Lara Croft, wir sind super, das ist unser Job, super sein. Und haben den Auftrag bekommen, dass wir irgendwie irgendein Artefakt aus irgendeiner verschollenen Höhle hier rausholen sollen. Und das war es dann auch schon. Ja, es gibt, wie gesagt, es gibt ein Remake. Das Spiel hier gibt es an sich auch auf Deutsch, aber ich habe es über Steam. Über Steam ist es halt auf Englisch. Standardmäßig leider nicht die ganz anderen Sprachen, in denen es das noch gibt. Aber mein Gott, wird doch so klappen. Das Remake hat die Trash Tasmania auch schon mal als Let's Play gemacht. Ich will hier nur mal eben gucken, ob da noch irgendwas war. Nein. Das heißt, falls ihr das Remake lieber sehen wollt oder vielleicht sogar vergleichen wollt, diese beiden Sachen, wie ist das hier das Hauptspiel, dieses alte Stück Nostalgie für einige bestimmt, weil einige haben es sicher damals schon, als es neu war, gespielt und waren hellauf begeistert, auch von der Grafik und allem, weil damals war das der Knaller. Heute ist es eher so, ja, das läuft auch auf meinem Handy, ne? Und falls ihr das vergleichen wollt, dürft ihr gerne machen. Allein schon beim Intro gibt es da Unterschiede, das weiß ich wohl, das habe ich schon festgestellt, weil das Intro... Das ist hier als Video einfach nur im Remake, was ich gespielt habe. Von daher kenne ich die Geschichte so ganz, ganz grob, aber es ist schon ewig her. Da ist dann einfach, dass man das Intro auch selber spielt. Tja, was ganz interessant ist. Das sind halt Unterschiede natürlich vom Spielerischen her, von den Spielmechaniken her gibt es dann noch Unterschiede und alles. Und eine Sache, die vielleicht gerade auffallen sollte für die Leute, die das Spiel auf dem PC gespielt haben. Diese Musik gerade, die ist eigentlich nur in der PlayStation-Fassung drin. Die habe ich mittels Internetsuche und entsprechenden Dateien, die man da finden konnte, hier reinbasteln können, um halt die volle Ladung Spiel hier zu kriegen. Das heißt, wer auf der PlayStation gespielt hat, der kennt die Musik eh. Oder halt auch bei irgendwelchen Kämpfen die Musik. Wer auf dem PC gespielt hat, der sollte die wahrscheinlich nicht gehört haben damals. Wie gesagt, an anderen Stellen auch. So ist es. Das erste Mal, dass man damals irgendwelche Brücken gesehen hat bei sowas. Überhaupt, Lara Croft kannte damals noch keine Sau. Irgend so eine Tante mit... Nö, Klamotten und... Begrenzten Klamotten und spitzen... Augen... Und die ist dann einfach mal da. Die ist dann einfach mal hier, der neue Action-Star. Hat sich dann aber relativ schnell gemausert.
Und die ballert jetzt auf Wölfe. Das ist toll. Wie gesagt, die hat sich... Lara Croft, eine wohl der bekanntesten Spielefiguren überhaupt. Habe ich ja schon beim Let's Play zum zweiten Teil was zu gesagt. Hier unten ist genau gar nichts an dieser Stelle gerade mal. Und was ich ganz spannend finde, vor allem auch wenn man halt die weiteren Teile gespielt hat von dem Spiel hier oder von der Serie, dann kennt man auch so die typische Steuerung, was man da halt hat. Ne? Von wegen, wir können hier nach vorne gehen, wir können uns links und rechts drehen. Steuerung ist wie gewohnt auf dem PC mit Pfeiltasten und Steuerung und Alt für Springen. Natürlich, an Kanten kann man sich festhalten, man kann weit springen, man kann mit Anlauf springen und alles. Man kann sich auch umschauen, hier indem man 0 auf dem Ziffernblock drückt. Das ist alles ganz klassisch. Man kann nicht, was man später noch kann, man kann nicht sprinten, man kann auch keine, also soweit ich das gesehen habe, kann man auch keine Blöcke verschieben. Was im zweiten Teil ja, glaube ich, großes Feature neu war, weil man das da ewig oft benutzt hat. Das sind so halt ein paar Sachen. Deswegen bin ich mal gespannt, was es hier eigentlich tatsächlich gibt, was quasi der Grundstein dafür war, dass die weiteren Spiele sich so entwickeln konnten, wie sie denn auch waren. Tja, das zu meiner 10-minütigen Ansprache gerade. Jetzt auch mal gut hier, jetzt geht's um Spiel selber. Hier war ich überall schon. Ich meine, das ist mit den Lianen hier, für damals sah es bestimmt nicht verkehrt aus. Wie gesagt, es war damals halt nicht so hoch aufgelöst, deswegen konnte man auch nicht sehen, dass das alles nur irgendwie aufgeklebte Dinger sind. Und da unten hört man schon Schreie. Ein Brummen. Und das ist kein Staubsauger. Sondern vielmehr ein kleiner Wuschelbär. Hallo Bär. Was läuft der denn da rum? Na? Das habe ich noch nie gesehen, dass der da so in der Gegend steht. Also nicht in diesem Spiel. Weil ich bin natürlich auch schon mal runtergefallen. Versehentlich vielmehr. Durch den können wir einfach durchlatschen, ist ja egal. Hier ist aber sonst auch nichts. Wie gesagt, ab dem zweiten Level ist alles komplett blind. Das heißt, da werde ich wieder etwas sinnloser durch die Gegend rennen. Keine Ahnung haben und gucken. Wie beim zweiten Teil auch, nur vielleicht ein bisschen mit mehr Aufmerksamkeit. Wobei, ich glaube nicht wirklich dran. So, zack. Man kann ein bisschen hören, dass die Sounds ein bisschen lauter links sind, also gerade also die Schüsse und die Schritte und sowas. Da kann ich leider nichts dran machen, weil die Musik ist mittig. Das heißt, ich kann dann nicht im Nachhinein irgendwas regeln. Ist irgendwas mit der Spielengine hier nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob das im Original schon so war. Aber da ist halt irgendwas nicht so ganz fit. Und wir müssen hier das ganze Stück nochmal zurückrennen. Naja, man hätte da nicht runterspringen brauchen beim Bären. Aber wenn man denn das Medipack bekommen wollte, dann darf man das gerne machen. Das Menü ist auch hier wie gewohnt ganz klassische Form. Im Prinzip das Menü hier, das hat sich die ersten drei Teile überhaupt nicht geändert. Das heißt, Tomb Raider 1 bis 3 sind eigentlich, ist eigentlich fast immer das gleiche Spielprinzip, die gleiche Engine, nur halt ein bisschen aufgebessert mit ein paar neuen Features. Aber ansonsten nicht wirklich bahnbrechend neu gewesen. Warum auch, ne? Das hat sich ja verkauft. Vierter, fünfter Teil waren auch sehr ähnlich sich zusammen und nach dem fünften Teil war das ja dann so, dass man die alte Engine hier, dass man dieses Blöcke-System, dass man das über den Haufen geworfen hat und Tomb Raider The Dark Angel gemacht hat. Angel of Darkness, genau. Was nicht wirklich erfolgreich war, vor allem war es auch ziemlicher Flop in der Hinsicht, dass es einige Bugs beinhaltet hat. Und es war halt leider nicht der Erfolg, den sich die Macher erhofft haben. Ich meine, wenn man sich darauf einlässt, kann man das durchaus spielen, aber es ist jetzt nicht so der Knaller. Und danach kam halt die neue Generation der Tomb Raider-Spiele, die von einem anderen Entwickler kamen, nicht mehr von Core Design, was ja auch hier wieder der Fall war. Oder halt überhaupt die ersten Teile der Fall war. Sondern halt, ich weiß gar nicht, wer das dann gemacht hat. Auf jeden Fall kam dann Maussteuerung, alles ein bisschen dynamischer und alles. Von daher ist schon eine ganz spannende Geschichte hier, die ganze Reihe. Allein von der Entwicklung her. Und wie gesagt, auch diese Musik, eigentlich, wenn man das Spiel auf dem PC hat, wie wenn man das direkt über Steam oder Good Old Games oder sowas sich zulegt, dann hört man die eigentlich nicht. Aber ich habe keine Mühen gescheut, ein bisschen kosten schon, hier das alles einzubasteln. Und hier eine Sache, die ich beim Anspielen festgestellt habe. Hier ist ein Secret, wegen dem die Musik aufhört. Ist super. Oh, dann nur dieses Wabern von den Texturen, weil damals einfach die Grafikschnittstellen noch überhaupt nicht gut waren. Es hat schon sehr was Klassisches. Das gab es auf der PlayStation 1 sehr oft, dass irgendwelche Grafiken hier so rumgewabert haben, irgendwelche Texturen.
hat schon fast Nostalgiefaktor, muss ich ja sagen. Aber dann ist auch gut damit. Festhalten geht, wie gesagt. Hier ist Tour, aber da hinten sieht man schon, aha, ist ein Schalter. Übrigens, falls euch das Spiel gefällt, ich meine, falls... Ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob ihr das Spiel damals schon gespielt habt, oder wann ihr das erste Mal gespielt habt, falls ihr das denn das erste Mal, oder falls ihr es überhaupt schon gespielt habt. Würde mich sehr interessieren, wann ihr das erste Mal gespielt habt, ob direkt bei Erscheinen damals, oder ob das der erste Teil war, den ihr gespielt habt, oder vielleicht habt ihr erst den zweiten Teil gespielt und dann den hier oder sowas. Das gerne hinschreiben. Und vor allem auch, wenn ihr dieses Projekt unterstützen wollt, dann bitte, bitte bewerten das Video hier. Am besten, wie gesagt, Kommentar schreiben. Ich habe euch ja schon eine Möglichkeit genannt, was ihr denn hinschreiben könntet. Oder ihr könnt auch alles hinschreiben, was ihr denn gerne wollt. Ist mir egal. Hauptsache, es steht nicht, du Spacko, spiel mal was Neues. Das will ich nicht so gerne. Aber auch, wenn ihr Leute kennt, die vielleicht an diesem Spiel interessiert sind oder das selber gespielt haben oder einfach mal wieder ein bisschen Nostalgiefaktor erfahren wollen, dann zeigt denen bitte dieses Let's Play. Würde mich sehr freuen. Ein bisschen Unterstützung ist da super, weil... Ihr seid wichtig, dass das hier alles eine gemütliche große Runde wird. So, zeitgeschaltet ist es hier. Deswegen vielen, vielen Dank schon mal für alle, die tatsächlich unterstützen und alles hier mitverbreiten und machen wollen. Ich muss sagen, ich finde die Musik tatsächlich auch sehr gut. Ich meine, beim zweiten Teil war das schon super, einige Stellen. Beim ersten Teil jetzt hier, ich weiß nicht, wenn die Musik fehlt, ich glaube, da würde tatsächlich ein bisschen Stimmungsmache fehlen. Ich weiß halt nicht, warum das damals nicht auf dem PC mit drin war, ehrlich gesagt. Ob das irgendwie an den Dateiformaten lag, dass da irgendwas schwierig war. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Vielleicht weiß das auch jemand von euch. Ich weiß, macht halt schon was. Ich meine, die Musik setzt selten ein, aber trotzdem. Auch hier die zerbrechenden Böden. Wie gesagt, sieht man auch hier gerade. Gab es damals auch schon. Ich finde es einfach spannend, wenn man mal vergleicht, wenn man die weiteren Teile kennt, wie sich das alles entwickelt hat. Und den zweiten Teil habt ihr ja schon mal mir sehen können. Dass vielleicht wisst ihr das ja auch jetzt. Da liegt irgendwas. Nee, da liegt nichts. Das ist in der Wand. Das soll so ein Blasrohr sein. Da ist die Tür, die wir schon von der anderen Seite gerade gesehen haben. Die holzbeschlagene Tür da. Und das sieht doch stark nach einer Tür aus, die wir gerne besuchen wollen, da hinten. Gab es auf der anderen Seite noch was? Nee, da ist... Genau, da ging es nur dahin. Ach genau, ich muss hier dann lang... Alles klar. Und kann auf die andere Seite tatsächlich... Hep. Das war ein sensationeller Sprung, Herr Rahm. Das haben Sie toll gemacht. Wunderbar. Gib's direkt... Klopfer auf die Schulter. Ja... Aua, warte mal. Ist hier hinten noch was? Ne, das sah gerade so aus. Zwei Secrets haben wir schon gefunden. Es gibt aber drei. Und so viel ist sicher. Ich hab das dritte auch beim Anspielen hier nicht gefunden. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Wahrscheinlich ist es irgendwo total gut versteckt. Vielleicht ist es auch total überhaupt nicht gut versteckt. Total offensichtlich. Aber ich finde das trotzdem nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht, wenn man hier irgendwo an der Seite steht... Warte mal, hier gucken wir mal, wir machen jetzt mal ein bisschen, wir investigieren jetzt gerade mal ein bisschen, das geht nicht. Wenn man hier steht, hallo, Secret. Ich dachte, hier wäre irgendwo an der Seite, dass man da noch hochlatschen kann oder sowas. Ich glaube nicht. Dann gehen wir eben mal den Weg zum Ausgang hin. Und springen jetzt hier mal ordentlich. Heppa! Na also. Musik ist eigentlich nicht, heißt eigentlich nichts Gutes. Oh, Gegner, sag ich doch. Hallo, Wolf. Ich muss aber sagen, die Menge an Gegnern bisher ist überschaubar. Ich muss sagen, man muss auch dazu sagen, es ist halt das erste Spiel. Bisher hatte man in dieser Welt, in dieser Spielmechanik auch vor allem, dass man mit so einer Lava hier durch die Gegend rennt, hat man noch überhaupt nichts zu tun. Das heißt, es hier ist eher so langsame Gewöhnung an das ganze Thema. Dass man hier so ein bisschen erkunden muss, dass man durch die Level latschen muss. Überhaupt erstmal kennenlernen, wie das alles funktioniert. Wenn man das jetzt hier später spielt, dann ist das alles klar, weil das kennt man schon. Aber damals, halt alles neu.
So, und auf die Tür. Wunderbar. Caves, Kills, 13 Stück. Es waren nicht viele Gegner, auch keine schwierigen Gegner. Pickups 6, Secret 2 auf 3, 2 von 3. Timetaking 14 Minuten 58. Wunderbar, eine Viertelstunde. Alles klar.